This time, you'll need to shoot your way through. You don't have to run and gun though. Remember your stealth training. It might be better to choose your shots carefully and keep the situation under control. Don't worry about being shot. These test darts sting a bit, but they're harmless. If you're taking too many hits, I'll call you back. Just remember, the real enemy don't fire blanks, and neither do we. Take this seriously, and you'll do okay. But why? Why? I never shot a gun before. Wie groß diese Waffe ist. Hast du gerade gesehen. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, da explodiert gerade eine Bombe. Ich glaube, der hat sein Käserad gezündet. Ist hier der Ausgang? Ja, da sollst du anscheinend nicht lang. Hinter dir, durch die Tür? Mhm. Assault Course. Nee, Assault Course steht doch da. Soll ich den nicht nehmen? Geh mal da lang. Ich weiß nicht. Sir, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Das sieht toll aus hier. Hier sind so eine mega geheime Tür öffnen. This is the way to the briefing room, but I haven't found. Kannst du vielleicht an der großen Tür arbeiten? Here, I'll skip training. I don't think the colonel will be too happy. Oh, sollen wir es machen? Weil wir haben es ja. Ja. Ja, das ist ja cool. Hast du jetzt nein gedrückt? Jetzt habe ich nein gedrückt. Vielleicht musst du das Story doch machen, Tom, wenn du das nicht mal kannst. Doch Spähen machen können. Room, but I haven't finished my training. If I go through here, I'll skip training. I don't think the colonel will be too happy. Ja, war auch nicht so leicht zu erkennen, was da jetzt ausgeht. Ja, deswegen. Ich dachte jetzt was anderes. Naja. Naja, alte Aber Spiele. Schön, dass das geht. Naja, und dass du sagst nicht, dass du nicht weißt, was du auswählst, ist ja auch heute noch genauso aktuell. Research could be a threat in the wrong hands. We've managed to verify his identity as Viktor Grianko, seen here studying in St. Petersburg, where after boasting he would revolutionize psychology, he was kicked out for unethical practices. 9 years later, he found a happy home with the Germans, running experiments into psychic phenomena at a POW camp on the Belo-Russian border. In 1944, the Red Army liberated the camp and claimed that Grianko was killed in the assault. However, rumors soon surfaced of a research project initiated by Stalin in Western Siberia, which ties in nicely with his recent appearances at the U.S. hydrocarb pipeline being built outside Tyumen Oblast. Könnte er das noch unaufgeregter vorlesen? Find out what Professor Grianko has been researching for the past 50 years and why he's so desperate to be granted political asylum. Colonel. Thank you, sir. The Pentagon has given us permission for a small team insertion. The Winter Ice Squad will drop here in Tyumen Oblast, just 30 clicks from the hydrocarb pipeline. From there, we will track down Grianko and his research. Any questions? Yeah. Are you crazy? No, Dr. Vatti. Any other questions? How did the U.S. approve anything so politically risky? That's classified. Well, then how did you confirm psychic research? Also classified. Then why do you want me here? We don't. Our advisor tells us we may need your expertise on the ground. Okay, well, my expertise says that it's a fraud. I debunk psychics, I don't confirm them. Perhaps you never met a real one. Meet Jane Wilde, Dr. Also, the Frau! I know who she is. She's a mystic. She's a fake. She's your advisor? Hello, John. Good to see you again. Every time I publish, your special advisor attacks my work for being straitjacketed by the scientific method. Doesn't the scientific method call for weighing evidence before drawing a conclusion? Exactly. Then how do you know Grianko is a fraud? Why? I'm not going to Siberia. A pity, because no one else can save us. Und schon hat sie, oh, ich kann jemanden saven. Ist alles sehr verwirrend noch. Ja, aber es ist ja Absicht, er ist ja auch verwirrt. Yep. Sind wir jetzt wieder im Dings? Ja. Yep. Das fand ich hier so viel vor, wie sie reinkommt und alle drei Leute, die man im Bild so... Oh, shit. A girl. I met a girl once. I think that's how they look. Winter Eyes. Winter Eyes. Winter Eyes. Winter Eyes. So hieß die eine. Oder sich jetzt dran erinnert. Ja. Ground floor. Winter Eyes. Hey, stop right there! Hold on. Stop! Wait a second. Get down to the ground! Well, let me explain. I was down. Just... Shut up! Okay. Hör ihm doch mal zu! Let me explain. Shut up and get down. Nein, natürlich nicht! Warum soll er denn zuhören? Das ist der, den wir bewachen soll.
Ja, das ist passiert. Ja. Nee, wenn ich zuhörst. Da bricht ein Serienkiller aus und der macht man so, als du sagst, hör dem Serienkiller doch mal zu. Und zack, hat er noch einen Serien gekillt. Siehst du? Hm. Die Waffe ist viel zu groß. Ja. Sie Impulsangriff entdeckt. Kannst du jetzt auch benutzen. Oh, da liegt was. Ein Telefon, das runtergefallen ist gerade. Kannst du es mal für ausprobieren? Was soll ich ausprobieren? Den? Psy-Angriff? Oh, cool. Guck mir das auf. I love it. Irgendwo, wo was rumfliegen kann? Nee. Ist was. Wenn da einer gestanden hätte, wäre der jetzt, würde jetzt nicht mehr da stehen. Der wäre sowas von tot. Oh, hoch. TV-Datenstreamer. Ach, wie cool. Boah. I love it. A patient records room. That's where I need to be. Den erinnere ich mich auch noch. Ich kann die deaktivieren. Oh, ich glaube, das wäre ganz smart. Weil du läufst da ja gleich lang. Mikroanalyse. Normale Bedienung. Da läuft schon. Kommen die gerade her? Keine Ahnung. Das wäre sehr cool, wenn die herkommen. Okay. Hallo. Zurück. Tür öffnen. Das sowieso. Karte dieser Etage. Sollte man noch einmal durchswitchen. Das Foyer. Ah, ich kann mich an das alles wieder erinnern. Das Biotechnik. Chemielager, oh Gott. Das ist zwar gut. Das ist voll die Metal Gear Solid Musik übrigens gerade. Stimmt. Also so wirklich richtig. Stimmt. Stimmt. Voll gut. Schon heftig, oder? Und dann noch die Farbpalette gerade dazu. Ist das schon sehr... Ich weiß ja gar nicht, ob ich Metal Gear Solid 1 gespielt habe und 2, bevor ich das gespielt habe. Deswegen könnte ich das vielleicht nie... Es kann sein, dass ich hier Second Set tatsächlich als erstes gespielt habe. Ich glaube, wenn du dich da von vorne... Genau. Kannst das lesen. Okay. Kannst du dich da vorne in den Laptop stellen? Da? Genau. Das ist schon toll, wenn das so interaktiv ja, ne? Ist, ja. Das Forschungsanwendung. Gemeinsame Anwendung im Netzwerk. Das ist wieder das gleiche. Kamera. Patient neu. Art. John Wetzig, das sind wir. Er ist sehr... Oh. Ich hätte nicht kriegen sollen, verzeihen. Welt des entflohenen Patienten John Wetzig, er ist sehr gefährlich. Sollten Sie ihm begegnen, wird dringend geraten, Verstärkung zu holen und keinen Versuch zu unternehmen, ihn selbst aufzuhalten. Tja, okay. Jetzt kann man dem Soldaten so. Doch nur Sachen vorwerfen. Hat er nicht gelesen. Maybe I can find a computer somewhere else that's allowed to access patient records. Wie zum Beispiel dieser, der Patient Records Room. Was ist das hier noch? Das Karte, die haben wir auch schon. Achso. Da haben wir noch. Du hast ja noch ein anderes Fenster mit Forschung. Da hier haben wir schon mal raufgeklickt. Jetzt. Da haben wir den SZAV-Status natürlich. Was ist das denn? Testpersonenstatus, Hirngewebsaktivität. Kannst du da irgendwo draufklicken? Nee, gehen wir zum nächsten. Klick mal durch. Ha! Hey. Interesting. Okay, machen wir fertig, machen wir das nächste. Aha. Arboretum, Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach nur der Status von dem Boden und von dem Raum. Und von dem Raum. Okay. Und das Sätze. Und dem Raum. Hm, okay. Bodengiftigkeit gab's da. Giftigkeit. Was ist denn Bodengiftigkeit? The Colonel called me a doctor. Yeah, I don't recognize any of this at all. Osiris Research Facility. Wie cool, dass das alles interaktiv ist. I guess I'm not the only experimental subject here. Oh, ich mag es gern. Primate brain scans? I guess I'm not the only experimental subject here. Und dann? Primate brain scans? Oh, du hast ein paar Mal draufgedrückt. Das kannst du wahrscheinlich 10 Mal drücken, dann hast du es für das nächste Kapitel. I don't get it. Ah, hast du das etwa gelernt alles? Das ist ja hervorragend. Ein Sneaking. Kannst du da links oben in den Lüftungsschacht? Nee, also am Ende des... Okay, nee, das ist der gleiche. War nur so aus. Hier oben die schwarzen Löcher. Ich dachte, die wären begehbar, aber... Nope. Hallo! Cutscene!
Oh, krass. Ich meine mich zu erinnern, dass dieser Raum mit sind Problemen bereitet hat. Sind wir noch in Bremen? Nein, das ist Virginia. Ist, glaube ich, ein Teil ziehen von Sie Bremen. Ziehen Sie Impuls, halten Sie Gina mal, ziehen Sie im Laden und abfallen mit ihr. Achso, für den... Er ist halt auch wie eine Waffe einfach benutzen. Meinen die das? Dem Ziehangriff? Ja. Kann ich den auf solche Entfernung mal? Nope. Oh. Das ist so süß, wie ihr nicht seht, dass die Torgas auf die Kontrolle gucken muss, um schwarz zu drücken. Ich kann das voll nachvollziehen. Das war schön, das zu sehen. Ja, so hat man früher angefangen, ne? Ja. Du bist zu weit weg. Komm ich da noch hin, ohne hier? Yay! Nice. Ist noch einer. Das muss gerade wieder aufladen. Das muss gerade wieder aufladen. Ja, ja. Ich mach nur das Geräusch. Achso. Das ist die Hälfte, die ich verbrauche. Ich glaube, die könnten respawnen. Ich weiß es nicht. Kam auf jeden Fall gerade der eine nah. Zwei kamen nah. Nein, wie nach rechts. Ja, der andere war gespawnt. Dann bringen wir das hier ja nicht so viel. Alles gut. Hab jetzt auch weniger Schaden genommen, als ich fast gar gedacht nicht. Hätte. Die Musik geht echt voll ab. Ja, aber passt. Das ist cool. Ach, allgemein, ne? Erinnert das gerade auch an ziemlich an Metal Gear 5. Ja, ich meine ja auch wegen der Farbpalette und dann den Fußspuren. Okay, jetzt erinnere ich mich. Also diese ganze Interaktivität auch, das... Ja, und halt konkret das erste Kapitel. Und allein das hier, ne? Also diese Kamera-Perspektive. Ja, ja. Das ist ja total Metal Gear. Stimmt, du bist halt der oben ohne nackt zerstört. Das ist das, was Speckups auch meinte, dass er glaubt, dass das hier Metal Gear Solid-Anleihen sein sollen. Das aber mit der Kameraperspektive hier nicht funktioniert, weil es diese Map nicht gibt. Das meine ich aber nicht, ne? Ich meine gerade konkret, dass das exakt das gleiche ist wie das Intro von Metal Gear 5. Ach, vom 5? Ja, das stimmt. Weil du da als Patient da sitzt, ohne und schleißt dich da durch. Das meine ich gerade. Das ist gar nicht so richtig, wo ich hin muss, aber. Ansonsten, du kannst dich ja ein bisschen mehr. Wird schon stimmen. Den Gegnern erwehren als in Metal Gear Solid. Bei Metal Gear Solid kannst du auch ballern eigentlich. Da ging es noch weiter, ne? Ich kann mal gucken. Es ist hier scheinbar nichts. Ja, wir wollen zum Patientenaktenraum. Jetzt sind wir ja nach links in dieses Chemielabor gegangen. Ich weiß nicht, ob wir da auch was machen können. Weil da geht es jetzt weiter zum Chemielabor. Das ist das Chemielabor 1. Stimmt. Und ein weiter war das hier Milabor 2 und wir sind quasi links dran gegangen und wir hätten zum zum Patientenaktenraum, wie ich glaube ich gerade aus weiter. Also eher hier irgendwo? Ich glaube schon, ja. Hi! Na? Oh Gott. Oh jeez. Splatter. Oh, wie der Blutfleck an der Wand bleibt. Keiner gesehen. Das ist, wie sie einfach die Animation verlangsamt haben. Ach man. Weh, du holst Verstärkung. Nahkampf. Okay. Warum, wenn ich das machen kann? Oh, ist das hier Suppe? Nee. Oh. Was denn? Oh, jetzt ist es jetzt hängt es fest. Ich hab nichts gesehen. Alles perfekt. Hast du aber gesagt, ist das hier Suppe? Ne, weil die gerade, es sah so aus, als ob ihr Fuß im Boden verschwindet. Deswegen dachte ich gerade kurz, ob das hier Wasser ist. Ach quasi, so. Was hier, okay. Aber es ist nur Marmor. Ja. Oh, ich hinterlasse dezente Fußspuren. Das gab's auch in GTA 3, da fand ich das total beeindruckend. Dass man, wenn man durch Blut läuft, Fußspuren hinterlässt. Ja, kann mich immer noch beeindrucken, muss ich zugeben. Der sieht mich bestimmt nicht. Genau, boah, es könnte auf dem richtigen Weg sein, aber ich weiß nicht. Ach, dass er, wenn ich das mache, in die Richtung guckt, in die ich gerade zeige, mich jetzt zurück, ja? Ja.
Also zwei Wege hierher. Krass. Dann müssen wir doch da durch die Mitte. Ja. Tja, tut mir leid, Dude. Oh, Framerate. Oh ja. Ja, auch mein Rector geht, ich sehe das manchmal. Oh, das, du nimmst ja ganze Zeit deine Waffen auf, ne? Ja. Ich weiß nicht ganz, wie du die ausrüsten kannst, aber wäre unten oben. Nee, hier. Das ist ja links, rechts. Ja. Ha, der Robin. Das wurde vorhin, glaube ich, auch mal kurz eingeblendet. Aber ich finde den MC-Angriff viel lustiger, deswegen... Ja. Nicht nur für Notfall. Und das glaub, regeneriert ja... Oh. Schön die Waffe aufgefangen. Ich glaube, die sind nur hinter die mir. Die haben das Alarm ausgelöst. Warum denn? Ah, fuck. Okay, das ist der Raum, aber wir brauchen eine Passkarte. Passkarte, okay. Und vielleicht doch wieder... Vielleicht wir müssen dafür ein Chemielabor. Könnte gleich zum Beispiel die Pistole relevant werden. Wie liegt ihr denn da, bitte? Er übt. Was ist denn das hier? Eimer ist sehr aufgeregt. Sehr aufgeregter Eimer. Irgendwo wird doch hier bestimmt ein Passwort sein. Warum kannst du den PC-Monitor und die ganzen Monitore anvisieren? Was bringt das? Awkward. Nein! Das ist auch ein Nahkampfangriff. Nicht vergessen. Au! Nicht im Ducken, scheinbar. Ah! Oh, das ist der Typ aus dem Intro. Der auch, das ist noch ein Typ aus dem Intro. Der auch. Dann zwei Typen aus dem Intro. Kurz. Eine eigene Animation dafür, wenn das im Knie ist. Ja. Schön. Ah. Noch einer aus dem Intro. Oh. Ich glaube, die spawnen endlich lang, weil der Alarm läuft. Deswegen muss auf jeden Fall weiterlaufen. Weil irgendwo, ich meine, man konnte den Alarm auch irgendwie ausmachen, aber das wollte ich auch nicht mehr genau. Ist toll hier mit den Maschinen überall. Mhm. Okay, die wimmern hier nur. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man zu diesem Chemieraum muss, um um da die Karte zu bekommen zu oder so. Aber ich weiß es halt auch echt nicht. Oh. Okay. Jetzt fein. Stealth! These are not the psycho killers you're looking for. How could he not have seen me? Did I do that? Der kann ja alles, der hat ja einfach alle Superkräfte. Heilung, unsichtbar machen. Oh, verwirren. Du musst einfach ohne zu zielen benutzen. Das ist immer eine Stealth-Taste. Ich wollte gerade sagen, die Verwirrung kann man sie auch nennen. Oder unsichtbar. Das sind die Primaten. Oh. Ach, super. Wie animiert das ist. Sieht aus wie der... Oh, hast du gerade aufgemacht? Eigentlich nur Verwirrung gemacht. So, kann ich es aufmachen? Grün geleuchtet, bestimmt. Aber dann würde ich vielleicht nicht dabei stehen. Nee, ich kann es auch nicht analysieren. Da würde ja ein Kreis drum sein, wenn du es anvisiert hättest. Schade. Kannst du schon oben am PC vielleicht machen? Ach, ich glaube, die sagen denen, ob die wütend oder nicht wütend sein wollen. Weil als das rot war, haben die wütend an die Scheibe geklopft. Als es grün war, haben sie sich entspannt zurückgelegt. Siehst du, die ist verschlossen, wenn die Gorillas nervös sind. Du musst also warten, dass das grün ist da unten und dann kannst du erst da durch. So, was nochmal? Ich kann nur, wenn das... Wenn die Primaten nicht aufgeregt sind, also wenn das grün wird auf deren... Bleibt man eher an der Tür. An der Tür? Genau, also man muss trotzdem noch die Primaten sehen können. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt geht, während der Alarm läuft. Es hat halt gerade, während du vor dem Primaten standst, einmal von rot auf grün gewechselt. Als grün war, waren die Gorillas und sich ganz entspannt hingesetzt. Jetzt grün. Jetzt nicht mehr.
Du musst die Primaten im Auge behalten. Und deren Lichter da drüber. Aber was soll ich denn machen, wenn es grün ist? Dann durch die Tür laufen. Wahrscheinlich gerade die Tür ist verschlossen, wenn die, aber siehst du, das kannst du doch so nicht erkennen. Kamera geht halt leider immer so ein bisschen weg. Ich muss nicht mehr Verwirrung benutzen. Bin gar nicht mehr da, Leute. Da, das ist, weil jetzt sind die nämlich entspannt. Genau, muss Verwirrung benutzen. Oh, es ist leider gleich vorbei. Boah, krasser Effekt. Aber sie haben dich nicht gesehen, weil du schon weg warst, als es vorbei war. So. Da ist eine Karte, die blinkt. Und haben wir Betäubungsgewehr gefunden. Und den Patientendatenraum. Ach. Was für ein krasser Effekt das ist, ey. Ja, wirklich. Vielleicht den Computer noch benutzen, bevor du gleich aufgehst. Falls der Alarm aufhört, aber ich weiß halt nicht, ob der überhaupt aufhört. Ja, funktioniert gut, Dude. Das Betäubungsgewehr hat unendlich Munition. Ja, bin hier gleich fertig. Na, ist einfach nur das. Ja, ist das Gleiche. Ja. Okay, es ist wirklich Metal Gear Solid. Ja. Weißt du, die Tür ist verschlossen, mein Gorilla ist nervös. Ja, man muss aber jedes Mal einmal so. Ja, ist halt. Ja. Ja. Das ist auch die gleiche Pistole wie im Tutorial. Von der Größe her zumindest. Einmal kurz heilen. So, dann hast du den Weg gemerkt? Nee, ne? Ich auch nicht. Ich glaube, so kompliziert war es gar nicht. Ich glaube auch, es war relativ nah. Ich bin erstmal froh, dass wir diese Tür so schnell gefunden haben. So, aber jetzt wüsste ich schon wieder nicht mehr. Doch, hier einmal durch. Ja. Ach man. Geht war auch da? Hier? Ich hoffe, das ist eine. Ich weiß es nicht. Alternative. Ja. Da, durch die Tür. Nein, durch die Tür. Ach, hier stimmt. Hier wollen wir hin. So. Hier musst du jetzt freiräumen und dann einen Computer benutzen. Kann ich hier? Ne, da kann ich nicht entdecken. Bitte? Bitte was? Du hast so gemurmelt. Da konnte ich nicht in Deckung. Ich bin gerade konzentriert, tut mir leid. Das ist so ein lautes Geräusch. Das könnte einfach ein PC sein, ne? Du siehst auch an PCs ran. Ah, vielleicht machen wir es deswegen, damit du nicht automatisch weißt, wo die Menschen sind. Das könnte natürlich sein. Oh, flankiert, Digga. Brothers in Arms ist auch Taktik. Noch dabei. Taktik, Taktik, Taktik. Guck dir ihn an. Soldaten. Nein, 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 ich bin einfach sehr klug. Wo ist er hin? Autsch. Direkt vor dem Computer. Ambush Squad. Nice. Ambush Squad. Suchtrupp. Ja. Aber Herr, wie würdest du Herr Ambush Squad? Keine Ahnung. Ambush ist ja ein Hinterhalt. Hinterhaltstrupp. Hinterhaltstrupp ist ja. Suchtrupp ist, glaube ich, schon ganz ein bisschen besser. Aber nennt man Suchtrupps im Englischen Ambush Squad? Gibt es Ambush Squad im Englischen überhaupt? Das ist eine gute Frage. Winter Ice. Time Metal Blast? Classified. Oh, I don't get this. Jane Wild killed in action? What the? Not Jane! No one else can save us. Das war die mit den Brüsten. Who am I? What am I fighting for? What are you fighting for? What am I fighting for? Okay, diese nächste Sektion sollten wir auch nochmal reingucken. Weil die ist jetzt nochmal das andere, die andere Art vom Gameplay. Feldeinsatz. Was ein Missionsname. Das letzte hieß Experimente. Ach, das sieht so toll aus. Ich mag das so sehr. Jetzt wird's The Thing. Clearance over. Mummy Bear, seriously? They've hit some weather, sir. We're losing contact. Roger, Mummy Bear. Over and out. Okay, Winter Ice. We're on our own.
What am I doing here? Der weiß es immer noch nicht. Things for the better, John. What things? That's what we've come to find out. But what does it have to do with me? Everything, John. You're the only one. Nein, sag mir doch einfach. From who? Grienko? It's not Grienko. It's what he may have created. What? We're in danger. Sir! Wow, Gott sei Dank haben wir sie mitgenommen. Kann sie kurz während die Kugeln fliegen sagen, oh, jetzt fangen wir, wir gleich sterben. Oh, krass. Guck Call of Duty. An. So, das finde ich jetzt nämlich, guck dir das an. Das ist crazy. Oh, krass. Aber das finde ich eigentlich, das finde ich ganz geil, der sucht automatisch dran. So, ist ein bisschen... Irgendwie finde ich es aber cool. Das hat was. Gerade beim Zugucken ist das cool, weil du musst natürlich unten rechts hingucken, aber wir sehen jetzt auch das... Das ist rechts vom Bildschirm, rechts vom Bildschirm. Wie ungewöhnlich. Ja. Hat danach nie wieder jemand so gemacht, glaube ich. Ja, bestimmt, weil sich die meisten denken, das ist technisch viel zu kompliziert. Ja, das stimmt. Aber ich finde es super. Gleiches Nachladegeräusch der Pistole. Ist das so? Mhm. Das ist gerade neben dir nachgeladen, hat sich genauso angehört. Ist überhaupt noch einer, Leute? Die Fußspuren. Ja, links in der... Ja, hinter dem Berg, ja. Hast du noch eine Waffe? Gute Frage. Ja, eine normale Pistole. Und das schwere Betäubungsgewehr. Betäubungs. Ein schweres Betäubungsgewehr, warum das ist. Und warum du ein Betäubungsgewehr auf dieser... Töte alles Mission bekommen hast. Kabasch, Mama. Wie du direkt so Rambo wirst, ey. Gibt's eigentlich eine Nachladetaste? Wenn du zielst A. Hör mal auf zu schleichen, das bringt mich. Du musst, wenn du gerade nicht kämpfst, musst du aus dem Schleichen rausgehen, weil das ist sonst Roleplaying. Versagen. Ach, Rob, ach so. Weißt du sonst, warum schleichst du gerade? Das würde der in der Realität auch nicht machen, Tom. Ja, doch, vielleicht. Wenn du so eine Zukunft auf... So anti. Wenn du WoW Legion wirklich als Rollenspieler leben willst, wie du das angekündigt hast, dann müssen wir hier jetzt anfangen. Okay? Okay. Ei heißt das. Weil du ein Troll jetzt bist. Ei-Mon. Ja! Hast du schon mal gemacht vorher? Der Wahnsinn. Das Dingo. Oh! What you doing, man? Krass. Weil wir hatten eine großartige Diskussion in unserem Stamm, Trollstamm, weil man redet ja so, man redet dann in so gebrochenem Deutsch, weißt du, ja. Grammatikalisch gebrochenem Deutsch. Also, ey, Mann, ich habe keine Lust mehr, so nach dem Motto. Aber es gibt ja verschiedene Sprachen. Du hast ja auch eine Trollsprache, ja. Die du einstellen kannst. Ja. Und wenn du halt irgendwie in Orgrimmar warst und halt nicht wolltest, dass die anderen dich verstehen, hast du halt in der Trollsprache gesprochen, aber immer noch genauso geschrieben. Und irgendwie so 2 Jahre später hat dann irgendeiner gesagt, sag mal, wenn wir im Troll schreiben, müsste man dann nicht eigentlich grammatikalisch richtig schreiben? Also, oh! Habe ich nie gemacht, weil das einfach, weiß ich nicht, so drin ist. Aber das war so ein schöner Moment der Realisierung, so stimmt. Die werden in ihrer eigenen Sprache wohl nicht mit Grammatikfehlern genau, sprechen. Genau. Ja, das stimmt, da macht man sich keine Gedanken drum. Ja. Guck, wie cool das ist. Das ist wirklich... Da, das ist, passt noch gar nicht zu dem, ja. Zu der Handbewegung, die er da macht. Ich kann mit der Sniper einfach schon schießen, bevor ich anvisiert bin. Aber du brauchst nochmal 2 Schüsse. Wenn du ein bisschen länger warten würdest, könntest du 1 Headshot abgeben. Ja, aber ich glaube, das ist nicht kürzer. Das stimmt. Guck mal, Wild haut ab, die Dumme. Bellic, hol sie. Du bist der Beste, der das machen kann. Stand das da gerade? Ja. Sperrfeuer, du rennst bitte hinrennen. Renn hin. Du musst dahin rennen, ja, ich lauf doch! Grad versucht, lauf! Aus dem Cover zu kommen, Mann. Die geben dir Sperrfeuer, du bist hinter ihnen. Au! Rennen. Oh, komm, wie cool sie Sperrfeuer geben. Weiter rennen. Zieh da lang? Rechts durch die Tür. Glaube ich. Oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht links lang. Ich glaube links lang. Take that.
Ja, sie hat ja auch einen Pfeil an ihrem Porträt, sehe ich gerade. Warum habt ihr sie mitgenommen? Sie ist offensichtlich so ungeeignet. Das haben sie einfach nicht übersetzt. Schon einfach anders, aber naja, da, weil sie sich dachten, den Queen Song kennt jeder. Jake, we've gotta get out of here. This place is gonna blow. What? How do you know? Quickly, down here. Wegen der roten Fett. Oh. They're goners for sure. For sure. Instantly there. You're right. Ist schon auf dem Rückweg. He's dead. But how did he know? I guess we're going this way. What the hell were you thinking? I don't know. I thought I saw someone. A child. You think you saw someone? Just trust me, John. You'll understand. Okay, sollen wir hier erstmal, weil wir haben auch noch einen Speicherpunkt. Achso, ja, Speicherpunkt erreicht. Genau. Kannst du vielleicht trotzdem manuell speichern? Oh Gott, was ist das denn? Genau, das ist das Menü, stimmt. Mission, Anwendung, Spieleinstellung. Geh auf Anwendungen. Starten, ich will mir erstmal alles angucken. Biografien. Oh. Ernsthaft? Holy moly. Die Behauptung, präkognitive Fähigkeiten zu besitzen, wird von den Militärs sehr ernst genommen. Ihre aus dieser Fähigkeit resultierenden Ratschläge haben das Team vor mehr als einer Katastrophe bewahrt. John Wettig wurde auf Empfehlung von Jane Wild für das Winter Ice Team rekrutiert. Warum, weiß er nicht. Guck mal, wir haben hier ja so ein PDA. Guck mal, wie die Taste gesehen da so mitmacht. Da war ich gerade schon sehr erneut, die Metal Gear Solid 5 Anleihen sind krass. Oder eher die Second-Sight-Anleihen von Metal Gear Solid 5. 3D-Karte. Ach, wir hätten da eine Karte jederzeit gehabt. Ja. Das wäre natürlich hilfreich gewesen. Gut. Okay. Cooles Spiel. Ja, sehr. Spielt sich auch wirklich noch ordentlich, ich finde, wenn man sich ein bisschen eingewöhnt hat. Spiele spielen, musst immer du gucken, weil ich so viel Freude daran habe, die auf den Controller zu sehen. Ich hoffe ja, das ist dann irgendwann mal weg. Ja, wir müssen oft genug dann wieder 360 oder PS3 ja, damit ich mich gar nicht erst dran gewöhnen kann. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.